Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic, Toys and Merchandise, Folge 293. Leute, ich habe mich endgültig von meiner Sony-Kamera verabschiedet, schweren Herzens. Jetzt darf der Fortschritt zeigen, was er kann. Heute, zu Folge 293, zeigen wir euch mal wieder Star Wars Classic. Beim Durchgehen meiner Sammlung, neben einigen besonderen seltenen Stücken, die ihr da hinten sehen könnt, habe ich unter anderem das äußerst interessante Jabba's the Hutt Dungeon Playset gefunden. Davon gab es zwei Varianten, einmal mit regulären Jedi-Figuren und einmal mit Power of the Force-Figuren. Das zeigen wir euch heute. Beigepackt waren der Amala Mann, EV9D9 und der Barada, die Figuren, die zur letzten Wave der klassischen Line 1985 zählten. Das Playset selber ist heute relativ schwer zu bekommen. Die Figuren selber kosten ja, wenn sie original verpackt auf Karte wären, ja schon einige hundert Euro. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber und ich zeige euch das jetzt. Und ich hoffe, dass diese Kamera einwandfrei funktioniert. Auf kommt schon, Sammlerfreunde. Geh mal rüber. In den Jahren 1984, 85 sank das Interesse an den Star Wars Actionfiguren. Und die Star Wars Line, Classic Line, neigte sich langsam dem Ende entgegen. Zum Ende gab es einige äußerst interessante, sehr seltene Sammlerstücke, wie hier zum Beispiel das Tatooine Skiff, das original verpackt schon einen sehr hohen Betrag kostet. Es wurde im Allgemeinen ab 1984 das neue Logo eingeführt. Hier das Star Wars Power of the Force Logo. Und deswegen macht es das Jabba Dungeon Playset so interessant, das hatte dieses Logo noch nicht. Auch die Figuren machten eine solche Entwicklung durch. Links sehen wir ein Lando General auf europäischer Trilogo-Karte, rechts auf der amerikanischen Power of the Force-Karte. Power of the Force war bei uns nicht ganz so verbreitet. Der Clou war bei den amerikanischen Karten, die hatten alle zusätzlich noch eine Münze. Über der Figur befand sich noch die zusätzliche Münze, heute sehr begehrte Sammlerstücke. Bei uns in Europa erschienen diese Power of the Force-Karten leider nicht. Auf der Rückseite sehen wir die sogenannten Checklisten. Tatsächlich waren alle Figuren bei den amerikanischen Karten auf der Rückseite abgebildet, bis auf Jugface. Bei den Trilogo fehlten einige, weil nicht alle Figuren auf Trilogo-Karte erschienen sind. Lieblingsfiguren der Power of the Force Line, also 1985-84, war Lando General und hier Luke Battleponcho, auch mit wunderschöner Power of the Force. In dieser Endphase legten sich die Leute von Kenner noch einmal richtig ins Zeug und produzierten auch die schönsten Figuren der gesamten Star Wars Classic Line, also zumindest das meine Meinung. Aufgrund ihres hohen Wertes werden die alten Figuren heute in sogenannten Star Chases verpackt, um sie zu schützen. Den Lando General habe ich nach langer, langer Suche bei einem Sammlerkollegen bei eBay ersteigert und nochmal ein kräftiges Dankeschön dafür, dass du mir das Ding so gut verpackt hast und dass es im perfekten Zustand bei mir angekommen ist. Hier sehen wir jetzt die deutsche Variante, die Kraft der Macht Serie. Hier sehen wir auch gleichzeitig eines meiner seltensten und teuersten Stücke. In Deutschland wurden die Figuren in der letzten Phase in Dreierpacks verpackt, teilweise mit zwei Figuren und einem Fahrzeug. Diese Sets sind heute extrem teuer und sehr, sehr, sehr selten zu finden. So, kommen wir nun aber zum Jabba the Hutt Dungeon. Es erschien exklusiv bei der Warenhauskette Sears, ähnlich zu vergleichen wie bei uns. Ja, ihr kennt ja die großen Warenhausketten. Es gab von diesem Playset zwei Varianten. Einmal mit EV9D9, Amala Mann und Barada als Beipackfiguren und einmal mit 8DR8, Klaatu und Nikto. Obwohl es sich um ein reines Power of the Force Produkt handelt, hier noch mit dem klassischen Return of the Jedi Logo. Dürfte wohl so ziemlich das letzte gewesen sein, das unter diesem Logo erschien. In Deutschland war dieses Playset meines Wissens nach nicht erhältlich. Heutzutage ist es oft üblich, bei Star Wars Sets Figuren beizupacken. Damals in den 70ern und 80ern war das relativ ungewöhnlich. Nur die wenigsten Sets enthielten Figuren. Eine extrem interessante Figur ist hier Amala Mann mit seinem Totenkopfstab. Dieser Stab lose heute zu bekommen ist sehr selten und er ist relativ teuer. Kostet mehr als die lose Figur. Es gibt auch Gerüchte, dass es geplant war, dieses Playset in einer Power of the Force Version nochmal aufzulegen. Diese Gerüchte konnte ich aber bisher nicht bestätigen. Ein Blick auf die Oberseite der Box. Ja, eine Power of the Force Box wäre interessant gewesen. Angeblich gibt es hier einen Prototypen.
Und hier werfen wir einen Blick auf die Unterseite. In der Beschriftung gut zu erkennen, 1984, aber dieses Playset erschien erst 1985. In der Endphase wurden eigentlich die Kartons gezeichnet, wie zum Beispiel beim Evok Battle Wagon, Tatooine's Gift etc. Hier wurden noch Original-Playsets für Fotos verwendet. Hier sehen wir jetzt die andere Seite. Gut ist jetzt hier noch der Klebestreifen zu erkennen. Naja, im Laufe der Jahre wurde der braun und ziemlich hässlich. Was das Playset im Laden gekostet hat, kann ich euch leider nicht genau sagen. Da habe ich verschiedene Angaben gefunden. Auf der Rückseite oder Vorderseite, sind ja beide identisch, habe ich die Überreste eines Preisschildes entdeckt. Rechts oben. Ja, Sammlerkollegen, mich würde interessieren, was das Playset damals im Laden gekostet hat. Vielleicht hat noch einer eins zu Hause, wo das Preisschild noch drauf ist. Schreibt's einfach rein, würde mich freuen. Hier im Vordergrund seht ihr die Plastikbeutel. Die Figuren waren in sogenannten Budgies verpackt. So Leute, hier sehen wir die drei Figuren, die beigepackt waren. Links EV9D9, in der Mitte der Parader, rechts der Amanaman. Wir haben euch die Figuren schon einmal ganz genau vorgestellt letztes Jahr, als wir die klassischen Star Wars Figuren in einer mehrteiligen Serie durchgenommen haben. Schaut es euch einfach mal an, da kriegt ihr auch jede Menge Hintergrundinformationen, welche Varianten es gab und was die Figuren damals gekostet haben. So, hier sehen wir jetzt das Playset. Dies wird oftmals mit dem Droid Factory Playset verwechselt. Beide Playsets sind sich ein bisschen ähnlich, aber seht euch dazu auch die Folge 2 von Fantastic an, da haben wir das Playset mal durchgenommen. Jabbas Folterkeller ist wahrlich kein gemütlicher Ort. Junge, 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 Junge. Schaut euch Return of the Jedi an. Wie bei allen klassischen Playsets ist besonders auf die Aufkleber zu achten. Die fehlen häufig. Hier die Rückseite des Playsets. Sehr gut ist auch hier der leichte Absatz zu erkennen. Da konnte man Figuren draufstellen. Gerade die vielen kleinen Details gehen so häufig gerne verloren. Hier ein Blick auf die linke Seite des Playsets. Gut ist rechts die Rampe zu erkennen. Und in der Mitte der Computer. Seht ihr unten die Nocke? Die ist dazu da, um die Figuren aufzustecken. Hier machen wir das gerade mal mit EV9D9. Tja Leute, wer diese Rampe hochlaufen muss in Return of the Jedi, den erwartet er nichts Gutes. Dieses Playset besticht vor allem durch die vielen kleinen Details. Also Leute, seltsam. Ich kenne dieses Playset jetzt schon seit Jahrzehnten und jetzt erkenne ich erst die vielen Details, wo es da geht. Gut gemacht, die vielen Heizungsrohre und Leitungen, die wohl durch Jabbas Keller führten. Wichtiges Zubehörteil hätten wir jetzt beinahe vergessen. Den drehbaren Kran, er ist braun und die Zubehörteile, die sind schwarz. Na Leute, erkennt ihr das hier? Damit hat 8D8 den guten Power Droid gefoltert.
Gut kann man hier auch den Greifer erkennen. Naja, ich gebe es zu, erinnert ein wenig an Playmobil. Der Arm konnte gedreht werden und die Einzelteile konnten verschoben werden. Ups, jetzt fällt es mir auseinander. Auch gut. Zu guter Letzt werfen wir mal einen Blick auf die Unterseite. Sieht man ja sonst auch selten. Hier ist eine Nummer eingestempelt. Und hier noch schwach zu erkennen, eine andere Nummer, ebenfalls wahrscheinlich von der Produktion, hing das zusammen. Und hier sehen wir jetzt die Befestigung des Krans. Komischerweise finde ich keine Jahreszahl in dem Playset, das ist normalerweise üblich. Komisch. So Leute, da bin ich wieder. Power of the Force. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen und dass die Qualität der Sendung heute auch mal entsprechend gut war. Wir kämpfen immer noch mit der Gebrauchsanweisung, die von der neuen Software insgesamt 400 Seiten umfasst. Im Winterurlaub werden wir gucken, dass wir das auf die Reihe kriegen. Zur Frage nach Lieblingsstücken. Kann man denn eigentlich überhaupt sagen, welches Stück sein Lieblingsstück ist? Viele dieser ganzen Stücke haben eine besondere Geschichte. Jetzt zum Beispiel der Lando General Power of the Force Karte von einem Fan und Sammlerkollegen. Oder jetzt zum Beispiel der Luke Battle Poncho. Mit dem verbinde ich die Erinnerung, dass ich den als Kind immer haben wollte. Weil der war beim Imperial Sniper vorne abgebildet, aber ich krieg den nicht, weil der bei uns nicht erhältlich war. Eigentlich schon auf Trilogo-Karte, aber in der Endphase erschienen die Figuren ja fast nicht mehr. Als ich ihn endlich entdeckt hatte, bin ich nach Hause gerannt, wollte einen Taschengeldvorschuss. Als ich wieder in der Stadt war, war er weg. Das war 1985. In diesem Sinne, bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, Fantastic Toys and Merchandise, euer Retro-Start ins Wochenende in HD. Thank you.